Reiseinfluencerin Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin konnten sich im Viertelfinale von Let's Dance durchsetzen und in die nächste Runde einziehen, auch das Duo selbst ist davon überrascht. Diese beiden können sich offensichtlich auf ihre Fans verlassen. Am Freitag, 10. Mai, tanzten sich Reiseinfluencerin Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei Let's Dance ins Halbfinale. Dass die beiden dort vertreten sein werden, kommt durchaus überraschend. So hatten sie in den vergangenen drei Ausgaben für ihre Performances jeweils die wenigsten Punkte von der Jury erhalten. In Show 8 hatten sie sogar schon einmal die Segel streichen müssen, durch den gesundheitsbedingten Ausfall von Toni Bauer, 28, durften sie dann allerdings ihr Comeback feiern. Let's Dance, Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin sind von Halbfinaleinzug überrascht. Ihren Einzeltanz in der Ausgabe am Freitag hatte Juror Joachim Jambi dann ziemlich scharf kritisiert. So bezeichnete er den Auftritt unter anderem als nicht halbfinalwürdig, doch wieder einmal sorgte das Telefonvoting dafür, dass Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin es in die nächste Runde schaffen. Dabei hatten sie selbst schon gar nicht mehr gerechnet, wie sie in einem gemeinsamen Interview nach der Show verrieten. Wir müssen das Ganze erstmal verarbeiten. Wir begreifen das Ganze nicht, sagte der Profi-Tänzer gegenüber RTL. Auch wenn er sich darüber sehr freue, scheint ihm das Weiterkommen auch Rätsel aufzugeben. Wir sind immer Letzter und kommen irgendwie immer weiter. Seine Vermutung: Die Leute scheinen dich zu lieben, so Valentin Lusin in Richtung von Ann-Kathrin Bendixen. Oder dich, gab die Internetberühmtheit zurück. Hier an unserer express.de Umfrage teilnehmen. Auch Ann-Kathrin Bendixen zeigte sich sehr überrascht von dem Halbfinaleinzug. Ich weiß nicht richtig, wie ich damit umgehen soll, dass ich jetzt auf einmal im Halbfinale stehe. Natürlich freue ich mich, aber ich habe so eine innere Verwirrung, dass das jetzt einfach wirklich passiert ist. Nach dem knallharten Jambi-Urteil sei sie fest davon ausgegangen, dass sie zum zweiten Mal ausscheiden werde. Die Kritik ist aus ihrer Sicht zwar gerechtfertigt gewesen, lässt sie aber nicht kalt. Für mich waren das die stärksten Tänze, die ich hatte, und dann stehe ich da vorne und die Jurybewertung ist komplett okay, gar keine Frage, aber irgendwie hat es mich getroffen. Druck vor dem Halbfinale will sich die Weltreisende jedenfalls nicht machen. Egal, wir gehen es an wie diese Woche, ganz entspannt. Und vielleicht gibt es in der kommenden Show ja dann die nächste positive Überraschung für sie und Valentin Lusin.